Karlsbad in Böhmen am 3. September 1786. Niemand bemerkt seine Abreise, nicht einmal die engen Freunde. In aller Frühe stiehlt er sich fort, um nicht erkannt und belästigt zu werden. Sein Name ist jedem geläufig, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe ist 38 Jahre alt. Das Leben ist ihm unerträglich geworden. 11 Jahre Beamtendasein mit seinen Nichtigkeiten, 11 Jahre dumpfer Enge am Weimarer Hof. Seine schöpferische Kraft ist wie gelähmt. Im Eiltempo geht es nach Regensburg, von da aus ohne Nachtruhe weiter Richtung Italien. Seine Sehnsucht gilt Rom, der Urheimat aller Kultur. Am 29. Oktober 1786 rollt seine Kutsche in die ewige Stadt. Wie wohl mir's ist. Alle Träume meiner Jugend sehe ich nun lebendig. An diesen Ort knüpft sich die ganze Geschichte der Welt an. Gewiss, man muss sich seinen eigenen Sinn machen, Rom zu sehen. Alles ist nur Trümmer. Und doch, wer diese Trümmer nicht gesehen hat, kann sich von Größe keinen Begriff machen. Wenn man so eine Existenz ansieht, die 2000 Jahre und darüber alt ist, so vom Grund auf verändert, und doch noch derselbe Boden, ja oft dieselbe Säule und im Folge noch die Spuren des alten Charakters, so wird man ein Mitgenosse der großen Ratschlüsse des Schicksals. Das Grab der Metella, das einem erst einen Begriff von solidem Mauerwerk gibt. Diese Menschen arbeiteten für die Ewigkeit. Heute war ich bei der Pyramide des Cestius. Wer sich mit Ernst hier umsieht und Augen hat zu sehen, muss solid werden. Mir wenigstens ist es, als wenn ich die Dinge dieser Welt nie so richtig geschätzt hätte als hier. Überall findet sich etwas zum Freuen, Lernen und Tun. Der Verstand und die Konsequenz der großen Meister ist unglaublich. Ich habe keine Worte, die Seligkeit auszudrücken, mit der ich nun die Kunstwerke zu betrachten anfange. Was mich am tiefsten freut, ist die Wirkung, die ich schon in meiner Seele fühle. Die Wiedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immerfort. Ich lebe nun hier mit einer Klarheit und Ruhe, von der ich lange kein Gefühl hatte. Bis gegen Morgen sind Partien auf der Straße, die singen und spielen. Man hört Duette schöner als in einer Oper. Manchmal kommt ein Hauch der Jugend mich anzuwehen. Freut euch mit mir, dass ich glücklich bin. Goethe lebt 2 Jahre lang in Italien. Durch die Campagna reist er an den Pontinischen Sümpfen vorbei, über die Via Appia Antiqua, nach Neapel und weiter nach Sizilien. Am Wegesrand, im Winter, saftige Orangen, nie gesehene Blumen und Sträucher. Er hört die Gesänge des Homer und riecht die Gärten des Alkinoos. Jeder Tag ist ein Erlebnis. Goethe hat seinen Lebensmut wiedergewonnen.
1788 kehrt er heim nach Deutschland. Er wohnt in Weimar. Im Wiesental der Ilm liegt sein Grundstück, ein Ort der Ruhe mit Rasenbänken, Malvengewächsen und Weinstöcken. Dieses Land und das Gartenhäuschen sind ein Geschenk des Weimarer Herzogs, der Goethe wieder freundlich in Hof- und Staatsdienste aufnimmt. Sachsen-Weimar ist ein unbedeutendes Ländchen neben 300 anderen Staaten im Deutschen Reich. Goethe führt die Aufsicht über Wissenschaft und Kunst. Er fördert die Anstellung Friedrich Schillers zum Professor für Geschichte. In Weimar werden Dichter und Denker weniger von der Obrigkeit gemaßregelt als woanders. Man trifft sich bei Hof oder im Goetheschen Hause. Die Schriftsteller Wieland, Knebel und Herder, der Verleger Bertuch, der Kritiker Merck und viele andere. Goethe ist Mittelpunkt. Man streitet über Schillers neue Freiheitsdramen. Deutschland soll eine Republik werden, lässt Schiller einen Bühnenhelden ins begeisterte Publikum rufen. Aber solches Pathos ist Goethe verdächtig. Die Fürsten abschaffen? Das klingt nach Anarchie. Während man in Weimar über Freiheit diskutiert, machen die Bürger von Paris Revolution. Diese Männer gehen nicht auseinander, bis Frankreich eine Verfassung hat. Das Volk will endlich sein Recht. Am 14. Juli 1789 stürmt eine wütende Menge zur Bastille, der uralten Zwingburg, mitten in Paris. Man erzählt sich seit langem fantastische Geschichten über diesen berüchtigten Kerker. Tausende unschuldiger Menschen würden dort von den Schergen des Königs gefoltert. Vorne richtet der Kanonier Georget sein Geschütz. Hinter der Burg steht der Weinhändler Chollat an der Kanone. Die Bürger haben die Bastille umstellt. Das Volk wirft sich den Kugeln entgegen und bricht jeden Widerstand. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. König Ludwig XVI. War zu dieser Zeit auf der Jagd. Nichts geschossen, schrieb er in sein Tagebuch. Der Herzog von Liancourt meldete ihm alles. Aber mein Gott, das ist ja eine Revolte. Nein, Sire, das ist die Revolution. Die Marktfrauen von Paris marschieren mit Stöcken und Küchenmessern zum Schloss Versailles und dringen in die Gemächer des Königs. Das Volk zwingt ihn, in Paris zu wohnen. Dort, wo die Armen verhungern, weil es kein Brot mehr gibt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die alte Welt wird umgestoßen, der Adel abgeschafft. In die Farben der Revolution, blau, weiß, rot, hüllt sich Heinrike Dannecker, Professorengattin aus Stuttgart. Der Ruf nach Menschenwürde und Gerechtigkeit macht an Grenzen nicht Halt. Goethe zeichnet den Freiheitsbaum. Es krönt ihn die Kappe der Revolution. Eine neue Welt ist geboren. Wanderer, dieses Land ist frei. Goethe lebt in wilder Ehe mit einem Bürgermädchen. Durch seine Dienstwohnung tapst ein Sohn. Der Minister bittet seine Mutter in Frankfurt um eine Spielzeugguillotine als Weihnachtsgeschenk für Klein August. Solche infame Mordmaschine, schreibt sie zurück. Nein, da wird nichts draus. Wollte Goethe seinen Spross Püppchen köpfen lassen? Blutvergießen und Chaosherrschaft waren ihm ein Greuel. Revolutionen hielt er für überflüssig. Eine gerechte Ordnung entsteht, wenn sich jeder einzelne Bürger zum Besseren wandelt. Diese Wandlung erlebt man im Theater.
Man leidet mit den Bühnenhelden und teilt ihre Freude. Belehrung, Läuterung und Ansporn zum wohltätigen Handeln. Darin sahen die Klassiker um Goethe den Sinn ihrer Dramen. Weimar war ein Musterland bürgerlicher Reformen. In vielen anderen deutschen Staaten herrschte Unterdrückung. Die Machthaber fühlten sich von den Freiheitskämpfern der französischen Nation bedroht und führten Krieg. Aber die Armeen der Revolution des Volkes kämpften sich vor. 1792 nahmen sie Mainz. Widerstand gab es nicht. Der Erzbischof und Kurfürst von Mainz war aus seinem Schloss geflohen. Adel und Geistliche folgten. Eine vorläufige Regierung wurde eingerichtet. Im kurfürstlichen Palast schlossen sich deutsche Professoren, Handwerker und Kaufleute in einem revolutionären Club zusammen. Er nannte sich Freunde der Freiheit und Gleichheit. Den Vorsitz führte Georg Forster, ein Forscher, den auch Goethe schätzte. Die Klubisten erklärten dem Volk die Demokratie. Ein Parlament sei zu wählen. 4.600 Mainzer waren wahlberechtigt. Nur 372 Bürger gaben ihre Stimme ab. Das Volk misstraute der Besatzungsmacht. Alle Bekanntmachungen waren in Deutsch und Französisch abgefasst. Da konnte man lesen, überall in Deutschland würde die Revolution ausbrechen. Die Gemüter der Preußen, hieß es, sind aufs Äußerste gespannt. Ein Stoß und Preußen ist Republik. Die Peterskirche erhielt einen neuen Namen. Sie hieß nun Tempel der Vernunft. Einen Umsturz löste diese Revolution in Deutschland nicht aus. Preußische Truppen eroberten Mainz zurück. Franz Heinrich Ziegenhagen aus Hamburg widmete sich der Menschenbeglückung. Revolution lag ihm nicht, aber er wollte etwas tun. So schrieb er dieses Buch. Als letzte Seite ein Notenblatt, eine Hymne auf die Brüderlichkeit. Von Ziegenhagen der Text, von Mozart die Musik. Das Buch beschreibt eine ideale Gesellschaft. Man müsse nur seiner Lehre folgen, meinte Ziegenhagen. Lasst uns besser werden, so wird's besser sein. Ziegenhagen erhoffte alles von einer vernünftigen Kindererziehung ohne kirchlichen Einfluss und er hatte die Vision einer Landkolonie. Hier sind alle Menschen gleich, eine Kirche ist unnötig, die Häuser haben feuerfeste Dächer, Mensch und Tier leben in Harmonie. Ziegenhagen begann Geld zu sammeln, um dieses Paradies zu verwirklichen. Die letzte Nachricht über ihn teilt sein ehemaliger Lehrer mit. Franz Heinrich Ziegenhagen hat sich in der Gemeinde Rothau eine Kugel durch den Kopf geschossen. Paris, 1793. Weißgewandet betritt Ludwig XVI., König von Frankreich, die Treppe zum Schafott. Die Revolution schlägt um in Anarchie und Terror. Robespierre errichtet eine Herrschaft des Schreckens. Marie Antoinette, die Witwe des Königs, im Jagdkostüm. Man bezeichnet sie als Geißel und Blutsaugerin der Franzosen. Sie habe sich auf Kosten des Volkes Ausschweifungen hingegeben. Zu ihrer Hinrichtung im Oktober 1793 erscheint sie in dem weißen Gewand der Unschuld. Das Volk lacht. Man zwingt sie, eine hässliche Haube zu tragen. Marie Antoinette ist die Tochter eines deutschen Kaisers. Als man ihren Kopf vom Leibe trennt, verlieren sogar die Radikalen in Deutschland jedes Verständnis für die französische Revolution. Berlin, 1795. Der alte Fritz war seit 9 Jahren tot. Sein Nachfolger hieß Friedrich Wilhelm II.
Dieser König verschwendete seinen Reichtum. Das Volk mochte ihn trotzdem. Es nannte ihn zärtlich den Dicken. Der Dicke baute Schlösschen, immer neue. Er liebte Champagner und die Frauen. Nachts gab er sich geheimnisvollen Kulten hin und beschwor Geister. Die Revolution schien ihm weit weg in einer anderen Welt stattzufinden. Was sollte in Preußen schon geschehen? Es war größer denn je. Man hatte Frieden und wartete, bis sich der Spuk der Revolution von selbst auflösen würde. Mit einer Lebedame zog sich der König auf die Pfaueninsel zurück, während seine Minister die Zensur verschärften und die religiöse Toleranz beseitigten. Neben seinem Schloss ließ Friedrich Wilhelm II. Ein seltsam versponnenes Bauwerk errichten, eine künstliche Ruine wie von einer alten Kirche. Er träumte sich ins Mittelalter und fantasierte vom einfachen, natürlichen Leben. Dekorateure bemalten die Innenwände mit Spitztürmchen und Gewölben. Der König liebte die Illusion. Zur selben Zeit liefen in Berlin Gesandtenberichte aus Süddeutschland ein. Sie schilderten, was man im Volk von Revolution hielt. In Nürnberg sei viel Gärung, schrieb der Provinzialminister Hardenberg an das preußische Auswärtige Departement. Zum Beweis legte er seinem Schreiben Spielkarten bei, die in Nürnberger Gaststätten beliebt waren. Es handelte sich um Blätter ohne König und Königin. Die Majestäten waren ersetzt durch Spielmänner, Handwerker, Frauen und Kaufleute. Kündigte sich im Volk eine Revolution an? Hardenbergs Besorgnisse blieben unbegründet. In Deutschland war die Zeit nicht reif für einen Umsturz. Deutschland war in hunderte von Herrschaftsgebieten zersplittert. Man hoffte auf friedliche Reformen. Prinzessin Friederike von Preußen. Sie steht im Salon eines Bürgers. Die Berliner Bildungsbürger dachten keinen Augenblick daran, ihre Königsfamilie umzubringen. Denn die Monarchie sicherte ihre Position. Sie lebten vom Staat und dienten ihm als Beamte, Gelehrte, Ratgeber. Es gab sogar einen Ort in Berlin, an dem Standes- und Rangunterschiede keine Bedeutung hatten, wo man frei diskutieren konnte. Das waren die jüdischen Salons. Henriette Herz, Rahel Levin, Dorothea Mendelssohn, berühmte jüdische Frauen, öffneten ihre privaten Wohnzimmer jedem, der etwas Interessantes zu sagen hatte. Auf dem Sofa sitzt vielleicht Jean-Paul, der Sohn eines verarmten Schulmeisters. Neben ihm Graf von Dohna. Zur Linken könnte der Fürst von Ligne Platz genommen haben. Ein Adliger, aus Frankreich geflohen. Ihm gegenüber in knallgelben Kniehosen ein junger, rebellischer Intellektueller, Friedrich Schlegel. Er ist für die freie Liebe und kritisiert Goethe. Da kommt ein Neuer herein, niemand kennt ihn. Was machen Sie, junger Mann? Fragt die Gastgeberin. Nichts, ich lasse das Leben auf mich regnen. Ach, die Damen verlieben sich sofort. Träumer und Intelligenzen, arme Schlucker und Fürsten, Juden, Christen, Atheisten, hier kommen sie zusammen. Die Damen lassen die Herren beim Mühlespiel gewinnen. Man plaudert und schließt Freundschaft. Beisammensein ist wichtig. Karl von Finkenstein, alter preußischer Adel, verlobt sich mit einer Jüdin. Unglaublich. Henriette Herz saß dem Bildhauer Schadow Modell für eine Büste. Klassisch musste sie sein, einfach und edel wie eine griechische Göttin. Künstler und Dargestellte waren erst 19 Jahre alt. Diese weltoffenen jüdischen Frauen zogen die Creme der Berliner Gesellschaft in ihren Bann. Sogar Königin Luise war mit den Damen der Salons befreundet. Das heitere Leben endete 1806, denn über Deutschland brach herein Napoleon, der General der Revolution, der neue Kaiser der Franzosen. Thank you.
Napoleon gewann über 60 Schlachten. Wertvoller, schrieb er, sei sein Gesetzbuch. Es wurde in weiten Teilen Deutschlands eingeführt und blieb etwa in Baden bis 1900 gültig. Das Buch enthält die Errungenschaften der Revolution, die persönliche Freiheit, die Freiheit des Eigentums, der Arbeit, des Gewissens und die Gleichheit aller vor dem Gesetz. 27. Oktober 1806, Einzug Napoleons in Berlin, unter den Linden. Die Bürger bestaunen den Weltenbezwinger. Vive l'Empereur, rufen seine Soldaten ihm zu. Und mancher Berliner stimmt in den Jubel mit ein. Man weiß noch nicht, dass Napoleon 120 Millionen Franc Kriegsentschädigung von Preußen fordern wird. Eine unbezahlbare Summe. Mit dem Ausplündern beginnen die Franzosen gleich in Berlin. Auf dem Brandenburger Tor steht die Quadriga, ein römischer Triumphwagen, von der Siegesgöttin gelenkt. Plötzlich war sie weg. Napoleon hatte befohlen, sie nach Paris zu schaffen und seiner Sammlung europäischer Kunstwerke hinzuzufügen. Alles Beutestücke, die Paris den Glanz einer Hauptstadt Europas geben sollten. In Berlin hieß der Kaiser nun der Pferdedieb. Aber er handelte im Prinzip nicht anders als vor 1000 Jahren der allseits bewunderte Karl der Große. Und wie Karl veränderte Napoleon die Mitte Europas. Im Deutschen Reich besaßen seit alter Zeit die Männer der Kirche in ihren Fürstentümern weltliche Macht. Im Westen verschwanden die ersten dieser geistlichen Gebiete, als Frankreich sich bis an den Rhein ausbreitete. Auch weltliche Fürsten wurden links des Rheines enteignet. Wer hier Land verloren habe, meinte Napoleon, könne sich an den verbliebenen geistlichen Fürstentümern schadlos halten oder an den zahllosen Reichsstädten und Reichsrittern. So geschah es. Am Ende einer großen Flurbereinigung in Deutschland waren hunderte kleiner Territorien eingeschmolzen in 30 größere Herrschaften. Napoleon zertrümmerte das alte heilige römische Reich deutscher Nation. 1806 schloss er 16 Staaten zum Rheinbund zusammen. Er machte sie von Frankreich abhängig, denn sein Ziel war ein vereinigtes Europa unter französischer Herrschaft. In der Petrikirche Hamburg beteten die Gläubigen vor einem wunderschönen barocken Altar. Die französischen Soldaten machten aus dem Gotteshaus einen Pferdestall. Sich selbst quartierten sie in den Bürgerhäusern ein. Napoleon presste die Stadt finanziell bis zum Äußersten aus. Den Handel mit England, seinem Todfeind, hatte er verboten. Viele Firmen machten deshalb Konkurs. Arbeitslosigkeit brach aus. Man begann, die Franzosen zu hassen. Die Augustinerkirche in München. Stapelplatz für Fässer und Säcke. Um 1800 war halb Bayern Eigentum der Kirche. Napoleon aber brach die Macht der feudalen Gewalten. Der Klosterreichtum floss in weltliche Hände. Schule und Wissenschaft, bis dahin Aufgabe der Kirche, wurden Sache des Staates. Wenn nur die Unterdrückung nicht gewesen wäre. Napoleon befreite das deutsche Volk von Adelswillkür und Kirchenherrschaft und beutete es gleichzeitig aus. Überall französische Soldaten, Plünderungen, Gewalt, Hochmut. Was haben die Gefühle der Bauern mit Politik zu tun? Fragte Napoleon und erhöhte die Steuern. Er wusste, einen allgemeinen Aufstand gegen die Knechtschaft würde es nicht geben. Die Not der bayerischen Bauern interessierte in Hessen niemanden. Es fehlte den Deutschen ein Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit. Der Walkmüller Senning wird gezwungen, einem Franzosen die Stiefel auszuziehen. Was sollte man gegen solche Demütigungen tun? Man musste sich auf die Kräfte des eigenen Volkes besinnen. Es begann die Suche nach deutscher Wesensart, nach Identität. Die Brüder Grimm schrieben Märchen auf. Brüder
Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sagte, seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage. Komm, lass uns miteinander fortgehen. Sie kamen in einen großen Wald, da waren sie so traurig und so müde, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und da Hungers sterben wollten. Sie schliefen zusammen ein. Aufwachten, war die Sonne aufgestiegen und schien heiß in den hohlen Baum hinein. Schwesterchen, sagte das Brüderchen, mich dürstet. Wenn ich ein Brünnlein wüsste, ich ging hin und tränk einmal. Es ist mir auch, als hörte ich eins rauschen. Brüderchen kam mit dem Schwesterchen zum Brünnlein und wollte davon trinken, aber dem Schwesterchen war Angst. Es meinte, das Brünnlein spräche im Rauschen und sagte, wer mich trinkt, wird zum Reh. Wer mich trinkt, wird zum Reh. Brüderchen trank und lag da als ein Rehkälbchen. Am Ende wird alles gut. Brüderchen und Schwesterchen leben glücklich auf einem Königsschlosse ihr Leben lang. Es war die alte Marie, eine hessische Kinderfrau, die Wilhelm Grimm diese Geschichten erzählte, aus den Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Brüder Grimm spürten nach den Ursprüngen deutscher Denkart. Märchen galten als Quelle nationaler Dichtung, entstanden im germanischen Altertum, erfüllt von uralter Mythologie. In den Märchen offenbarte sich das Vaterland. Wer gegen Napoleon war und patriotisch empfand, schaute auf Preußen. Denn wenn dieser Staat überleben wollte, musste er handeln. Preußen hatte die Hälfte seines Gebietes verloren. Das Militär hatte sich blamiert, der Staat war bankrott. Hohe Beamte in Berlin, wie Stein und Hardenberg, sahen die Wurzel der preußischen Schwäche in den immer noch mittelalterlichen Verhältnissen auf dem Lande. Der Adlige regierte wie ein König. Er bestimmte über die Menschen. Dorfbauern beackerten sein Land, die Töchter der Bauern wurden seine Mägde, die Söhne seine Knechte. Zum Heiraten brauchte man die Erlaubnis des Gutsherrn. Wer nicht gehorchte, bekam die Kantschu zu spüren, die Riemenpeitsche. Mancher Junge mistete den Stall aus, auch wenn er für Landwirtschaft begabter war als der Gutsherr. Männer mit Talent zum Heerführer putzten Adligen die Schuhe. Welch eine Verschwendung von Kräften des Volkes. Es begannen Reformen. Das Leistungsprinzip sollte Preußen wieder aufhelfen. Die Bauern wurden frei und erhielten eigenes Land. Aber dafür mussten sie zahlen. Viele gerieten in finanzielle Abhängigkeit. Statt auf einem eigenen Hof lebten sie bald in Landarbeiterhäusern, die zum Gut gehörten. Nur größeren Bauern gelang es, die neue Freiheit zu nutzen. Die Reformen waren unvollkommen. Dennoch weckten sie Hoffnungen auf eine bessere Zukunft.
Große Pläne auch im Militärischen. Jedermann sollte schießen lernen, um für sein Haus, seine Familie und sein Vaterland zu kämpfen. Noch sprach man heimlich von einer Volksarmee. Napoleon hatte das preußische Heer auf 42.000 Soldaten begrenzt. Aber die Preußen waren vorbereitet, als Napoleon seine schwerste Niederlage erlitt. Im Sommer 1812 marschierten eine 500.000 Mann, das größte Heer der Welt, in Russland ein. An der Spitze Napoleon. Hinter ihm 240.000 Franzosen, dazu gezwungenermaßen Italiener, Polen, Spanier und über 100.000 Deutsche. Im September erreichte Napoleon Moskau. Von seiner Grande Armee kam nur ein Fünftel an. Der Rest war unterwegs an Hunger, Krankheit oder Verwundung gestorben. Die Russen hatten ihre Hauptstadt in Brand gesetzt und sich zurückgezogen. 5 Wochen wartete Napoleon im Kreml auf die russische Kapitulation. Vergeblich. Dann musste er umkehren. Der Winter stand bevor. Es gab keinen Nachschub. Auf dem Rückzug durch ein Land ohne Lebensmittel starben weitere Zehntausende. Von 60.000 Bayern und Westfalen sahen nur 2.000 die Heimat wieder. Napoleon war geschlagen, aber nicht gebrochen. Noch besetzten französische Soldaten die Mitte Europas. Die Regierungen in Preußen und Österreich zögerten, sich offen gegen Napoleon zu erheben. Aber im Volk waren viele zum Handeln entschlossen. Handwerker verließen ihre Städte, Bauern und Knechte ihre Felder, um sich zum Befreiungskampf zu melden und den Tyrannen zu stürzen. Im Korps Lützow dienten Freiwillige aus mehreren deutschen Staaten. Sie waren auf das Vaterland vereidigt. Unter ihnen Theodor Körner, ein Dichter. Er rief zu einem Kreuzzug für ein freiheitliches Deutschland auf. Aus der schwarzen Uniform mit roten Vorstößen und goldfarbenen Knöpfen gingen später die deutschen Nationalfarben hervor. Bald stand die öffentliche Meinung unüberhörbar auf Krieg. Die Regierungen von Preußen, Russland und Österreich schlossen sich an. Bei Leipzig zwangen die Verbündeten Napoleon zum Entscheidungskampf. Sie verfügten über 250.000 Mann, Napoleon führte 160.000 ins Feld. Die Völkerschlacht begann am 16. Oktober 1813. Napoleons Soldaten wurden von 3 Seiten unter Feuer genommen. Sie hatten keine Aussicht auf einen Sieg gegen die feindliche Übermacht. Der französische Kaiser bat vergeblich um einen Waffenstillstand. Am 19. Oktober war die Schlacht entschieden. Napoleon gelang ein geordneter Rückzug nach Frankreich. Er rettete seine Hauptarmee. Aber die Macht über Deutschland hatte er verloren. In seinem Quartier nahm der Kaiser Friedensvorschläge entgegen. Österreich wollte Frankreich als Gegengewicht zu Russland erhalten. Ähnlich dachten die Preußen. Napoleon aber hielt die Friedensbedingungen für demütigend. Er lehnte ab. Die Preußen und ihre Verbündeten überschritten den Rhein nach Westen Richtung Paris. Sie waren vielfach überlegen und führten einen grauenhaften Rachefeldzug. In einer Kampfpause schrieb Leutnant Alberti: »Dieser furchtbare Krieg lässt bei Gott gar keine Beschreibung zu. Und alles Ausmalen des Schrecklichen, was auf Erden vorgeht, ist unfähig, die ganze Größe seines Elends zu umfassen.« Am 30. März 1814 erstürmten die Preußen unter General Blücher den Montmartre in Paris. Wenige Tage später wurde Napoleon gestürzt. Mai 1814. Leutnant Alberti an seine Eltern: »Geliebte Eltern, der Friede ist gemacht. Lasst uns jetzt also heimkehren. Alles Große und Herrliche, was jetzt vorgeht, ist zu groß und zu herrlich, um davon schreiben zu können. Man kann es nur denken und fühlen. 1000 Grüße, nächstens mehr. Adieu,
Ewig euer Wilhelm. Die Welt ist umgedreht, hoch oben Deutschland steht, sangen die Soldaten auf ihrem Heimweg. In Heidelberg entfachten Historiker und Schriftsteller das Feuer nationaler Begeisterung. Hier schrieb der Jurist Thibaut: Die Deutschen sind erwacht, sie sind ein edles Volk und haben Anspruch auf das Glück. Die Patrioten ersehnten die Wiedergeburt eines großen Reiches, das der natürlichen Art der Deutschen entsprechen sollte. Wer das deutsche Wesen suchte, tat sich um in der Geschichte. War das Mittelalter nicht eine große Zeit deutscher Kultur? Mochte die Vergangenheit auch in einem romantisch verklärten Lichte erscheinen, sie vermittelte nationale Identität. Die Bayern, Preußen, Sachsen, Österreicher und alle anderen freuten sich ihrer historischen Stätten und fühlten, dass sie Deutsche seien. Der Kaiserpfalz Wimpfen stiegen Träume auf vom Glanz staufischer Kultur des 13. Jahrhunderts. Widukind, der Sachsenführer. In seiner Zeit begann sich die deutsche Sprache zu entwickeln und die Deutschen wurden sich als Volk bewusst, so wollte man gern glauben. König Heinrich, der Ungarnbezwinger. Es ging eine unerklärliche Kraft von diesen gotischen Bildern aus. Otto der Große mit seiner Frau, geheimnisumwobene Gestalten im Magdeburger Dom. Hier konnte man das deutsche Wesen fühlen. 1815 zeichnet Heinrich Olivier die Herrscher von Russland, Österreich und Preußen. Ein Treuebund im Geist des Mittelalters. Friedrich Karl Schinkel malt die Zukunft. Er verleiht ihr den Zauber der Vergangenheit. Der preußische König als mittelalterlicher Kaiser, der seine Untertanen liebt und ihnen Glück bringt. Herrscher und Volk endlich versöhnt. Dieses Traumbild fesselte die Deutschen und ließ sie nicht wieder los.